So, hallo, liebe Freunde von YouTube und Facebook. Hier ist wieder euer Spiritueller Anarchist. Und heutiges Thema des Videos wird sein: Schafft endlich die Arbeit ab, die Roboter kommen. Ja. Zum Einstieg möchte ich noch ein bisschen was erzählen. Ja. Mir geht es soweit gut. Ja, ich habe ja nochmal eine Spende bekommen. Danke nochmal. Ja. Ich bin gerade auf der Suche nach einem besseren Mikrofon, dass ich dann auch am Computer dann wieder richtig gute Filme machen kann. Bin ich gerade am Aussuchen, schau noch, was jetzt Preis-Leistungs-Verhältnis, was da gut ist. Ja, gestern habe ich trainiert. Also ich mache jetzt auch immer mehr Sport, muss ich jetzt sagen. Also ich war jetzt viel joggen und gestern habe ich wieder mal richtig Kraftaufbau gemacht, also Muskelaufbau. Also richtig mit Hanteln, Trizeps, Bizeps und unterer Rücken, Bauch trainiert, alles durchtrainiert und ja, jetzt habe ich auch Muskelkater, ich merke es richtig, es zieht und so, aber es ist schon nie geil, dann wenn die Arme dann richtig hart werden, also ich habe ja schon mal richtig Muskelaufbau betrieben und habe das dann auch wieder zeitlang vernachlässigt, ja, und ja, auf jeden Fall, es ist halt so mein Leben, also ich tue ja nicht nichts, ja. Ich mache immer irgendwas, ja, sei es, dass ich lese, sei es, dass ich Kraftaufbau mache oder sonstiges. Und ich habe ja auch sehr lange in meinem Leben gearbeitet, ja, das muss man wirklich so sagen. Also ich werde jetzt dann 42 und ich habe, seit ich 15 bin, schon gearbeitet, also habe verschiedene Lehre gemacht und Zeitarbeit und ja, verschiedene Betrieben gearbeitet und erst seit circa jetzt, wenn es dann vielleicht 4 Jahre, habe ich mich jetzt der unfreien Arbeit verweigert. Ja, ganz verweigert. Da habe ich ja, wo ich da begonnen habe, habe ich ja das erste Video gemacht. Arbeit ist scheiße, Jobs in der Eingliederungsvereinbarung nicht unterschreiben. Da habe ich damals noch Glatze gehabt und hier noch so einen kurzen Bart. Und ja, so ging es los, weil irgendwann habe ich gesehen, es ist nicht mehr rentabel, es ist nur Schikane, ja, Lohn ist ein Witz und ja, Mobbing, Ausbeuterei, ja, also es ist wirklich, für mich ist also unfreie Arbeit in einer Firma einfach nur noch Scheiße, ja. Dafür noch früh aufstehen, ja, sich den Tag versauen und dann noch Scheiße behandelt werden dafür auch noch, ja, für ein bisschen Geld, das am Monatsende dann schon wieder weg ist, wie Miete, Strom und alles Mögliche. Ja, das habe ich auch, wenn ich Hartz-IV-Empfänger bin, muss ich euch sagen. Ja, und ich kann jeden Tag ausschlafen und kann den Tag frei gestalten. Und für dieses Leben, ja, für dieses freie Leben, bin ich auch bereit zum Sterben. Ja, also absolut würde ich mein Leben opfern, sofort. Ja, ich würde lieber sterben, bevor ich noch mal in eine Firma reingehe. Und wenn der Staat jetzt sagen würde, jetzt mal nur ein Beispiel, entweder gehst du arbeiten oder Knast, zum Beispiel, ja, dann würde ich so tun, als ob ich mitmache und sage, okay, bewirb mich jetzt und so. Aber in den nächsten Tagen oder irgendwo, das wird keiner mitkriegen, weil es fahren überall Züge und es gibt überall Hochhäuser, wo man runterspringen kann und so, dann wäre ich bereit. Ich mache nicht schnell Selbstmord, aber dann wäre ich bereit. Weil ich habe gewisse Prinzipien. Und ich sage, enough is enough. Ja. Und ja, also auf jeden Fall, ich finde es richtig, was ich mache. Also, ich stehe immer noch absolut dazu, auch wenn ich jetzt auch oft schon kritisiert worden dafür bin. Wenn mir jemand sagt, du lebst auf unsere Kosten, soll mir mal erklären, was das heißt. Auf wessen Kosten lebe ich? Mache ich irgendjemanden arm? Ja? Würde jetzt, wenn es mich nicht gäbe, würde dann das Geld genommen werden und dann auf die Konten von den Arbeitenden ausgezahlt werden? Glauben die das echt? Glauben die das echt, dass der Staat das macht? Und das habe ich auch in den anderen Videos aber schon mal erklärt. Das macht der Staat niemals. Ja. Wenn man die Hartz-IV-Firma drückt, ja, dann drückt man auch die Arbeiter, ja, weil dadurch die Erpressbarkeit steigt. Aber das habe ich ja schon zigmal erklärt. Ja. Also langsam soll es auch der Dümmste kapieren. Und wenn nicht, dann, wie gesagt, kommt halt dann auch von mir keine Antwort mehr. Weil ich habe keine Lust mehr, das tausendmal zu, mit den Leuten tausendmal zu verklickern. Ja. Und solange keine Moral und solange keine Ehrlichkeit hast, bin ich sowieso nicht bereit zum Arbeiten. Ja. Zumal ich es auch gar nicht könnte, ja, also auch von der Psyche her. Also ich kriege da Panikattacken und so mit den Leuten und so, ich komme nicht klar, das hat für mich keinen Wert. Ja.
Deswegen mache ich aber trotzdem nicht nichts. Ja. Wie gesagt, ich schreibe ja auch Bücher, ich mache jetzt die Videos. Ja. Ich gucke immer, dass ich Menschen helfe, wo ich kann. Ja. Also man macht immer irgendwas. Also ich glaube sogar auch, dass der faulste Mensch überhaupt also auch irgendwie auch Bestreben hat, irgendwann auch mal was für die Leute zu geben. Also auf jeden Fall glaube ich, dass jeder Mensch der Welt was geben will, nur halt nicht eben unter diesen Bedingungen. Ja. Und diesen sinnlosen Bedingungen. Ja, es macht keinen Sinn, wenn ich Arbeit aufnehme und damit nur mit anderen konkurrieren muss. Ja, und der hat dann noch weniger, ich will keinem anderen den Job wegnehmen. Ja, wenn ich Arbeitgeber oder ich mobbe, will ich anderen den Job wegnehmen. Ja, wenn ich nicht arbeite, dann bin ich die faule Sau oder was? Was soll das? Ja, gut, dann bin ich halt die faule Sau. Ja, das ist mir lieber. Ja, scheiß drauf. Ja, weil die Leute können es eh nicht recht machen. Ja. Und vor allem jetzt kommen ja immer mehr, die Robotisierung, die steht kurz vor der Tür. Also es werden immer mehr menschliche Arbeitskraft durch Roboter ersetzt. Ja, das wird also in den Produktionsbetrieben, ja, wird es gleich mal, ja, also, ich habe so Zahlen, so über 60% oder was, glaube 61% der Arbeitstätigkeiten so in den Produktionsfirmen wird auf einen Schlag wegfallen und durch Roboter ersetzt. Schaut einmal das Video an, der Roboter Atlas, die nächste Generation. Da sieht man, was so ein Arbeitsroboter heutzutage schon alles kann. Ja. Der macht auch kein Mobbing was aus oder sonst was. Also der perfekte Arbeiter für den Chef, ja. Wunderbar, ja, finde ich super. Ja, dann ist der Chef glücklich und alle. Und wir Menschen können uns dann auf andere Sachen fixieren, zum Beispiel auf unsere spirituelle Weiterentwicklung, ja, Astralreisen lernen oder uns überlegen, wie können wir die Umweltprobleme lösen, wie können wir mit den Tieren umgehen, wie gehen wir besser mit den Tieren um, wie können wir die Massentierzucht überwinden, ja, wie können wir uns weiterentwickeln, unsere Potenziale entfalten, ja, als spirituelle Wesen. Und diese ganze unfreie Arbeit finde ich, also diese Fabrikarbeit, ja, finde ich einfach sinnlos. Ja, dafür sind wir nicht auf der Welt. Wir sind Schöpferwesen. Wir sind göttlich. Ja. Selbstständigkeit, okay. Ja. Also, wo man sich selbst verwirklicht, das macht Sinn. Ja. Aber als menschlicher Roboter in einer Firma zu arbeiten, das macht keinen Sinn. Dann sollen sie sich doch gleich Roboter, richtige Roboter, ja, mechanische Roboter anschaffen, die ganzen Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen. Ja. Ja, auch Thema Frauen, jetzt waren auch durch die, mit der Gleichberechtigung, mit der Frauenquote, wurden jetzt auch noch Frauen da verheizt und reingewurschtet und so. Und es darf auch keine Frau mehr Hausfrau sein und jede muss jetzt arbeiten und so und dann auch noch konkurrieren mit den Männern, dass immer noch alles härter wird und noch alles übler und noch mehr Konkurrenzkampf und der Chef kann noch mehr ProSiebenpickerei betreiben. Leute, das macht keinen Sinn. Das ist einfach jetzt, die Roboter kommen, ja, ich danke der Göttlichkeit dafür, dass die Roboter kommen. Das ist eine Gnade Gottes, dass wir endlich von dieser Scheißarbeit befreit werden. Dann können wir uns endlich auf nutzvolle Dinge konzentrieren. Ja. Bedingungsloses Grundeinkommen einführen. Hartz IV ist viel zu wenig. Ich will ja auch wieder, also ich möchte auch mal wieder in so ein Fitnessstudio rein oder so einen Kampfsport mal wieder machen. Ja. Und das kann ich halt nicht, weil ich zu wenig Geld habe. Mit dem Hartz IV ist es einfach zu wenig. Ja. Und ich möchte auch natürlich an kulturellen Sachen teilnehmen. Und das Hartz IV, das reicht einfach hin und vorne nicht. Ja. Gut, ich kann natürlich auch daheim trainieren, mache ich auch. Ja, mit den Handeln, das geht zwar auch, aber man hat nicht die Beratung, man hat nicht die ganzen Möglichkeiten, ja, also die ganze Atmosphäre und so weiter, dass man auch mal andere interessante Leute kennenlernt und auch was lernt und so weiter. Ja, auf jeden Fall, die Argumente der Leistungsfetischisten oder die Sanktionen, die Hartz IV-Sanktionen befürworten, sind für mich restlos widerlegt, ja, absolut widerlegt, total. Also, mich hat doch keiner überzeugen können, haben schon so viele von denen auch schon kommentiert, komischerweise auch viele Frauen, ja. Also, weißt du, sind Frauen so neidischer wie Männer oder wollen die, dass alles härter wird oder so, oder nur weil sie ein hartes Leben, sollen andere auch ein hartes Leben haben oder was, oder was soll das? Also, was geht in den Köpfen vor? Ja, ich will kein hartes Leben, wenn ich ein guter Mensch bin, dann will ich kein hartes Leben, dann will ich ein schönes Leben und das möchte ich auch für andere und ich wünsche auch anderen ein schönes Leben, ja, ich wünsche niemandem ein schlechtes Leben, ja, also, ich meine, was soll das, also dieser Neid, diese Missgunst, ja, das finde ich einfach unmöglich, also, ja, also, man ist neidisch auf arbeitslose Menschen, dann sage ich ja halt, dann mach's doch genauso, ja, wenn dann konnte ja man es alle so machen, ich meine, wenn die Robotisierung vor der Tür steht, die Roboter kommen, ja, die übernehmen die Arbeit. Was soll das dann noch für ein Argument sein? Ja.
Und Geld ist genügend dafür. Bedingungsloses Geld. Wir haben ein Bruttoinlandsprodukt, glaube ich, von 5 Milliarden Euro Deutschland. Also es ist so viel Geld da. Und wenn der Staat die Steuern für die Reichen senken kann, dann hat der Staat Geld. Der Staat hat Geld ohne Ende. Ja. Ohne Ende. Ja. Und es ist alles machbar. Es ist viel genug für alle da. Genug. Ja. Und deswegen setze ich mir auch sehr ein für bedingungsloses Grundeinkommen. Wie gesagt, lass die Arbeit den Robotern machen, also diese sinnlose Fabrikarbeit da in den Firmen, die unfrei ist. Ja. Und der Mensch kann sich künstlerisch betätigen, ja, sein Potenzial entfalten, seine Spiritualität entfalten, ja, am kulturellen Leben teilnehmen. Ja, und auch Freizeit, ja, warum denn auch nicht? Sei es doch gegönnt, hey. Ja, sei es doch der Menschheit gegönnt, warum denn nicht? Lass doch die Menschheit ein bisschen faulenzen auch. Was ist an Faulheit immer so schlecht? Das ist so negativ behaftet. Meine Güte, lass doch die Leute ein bisschen fauler sein. Wäre die Menschheit fauler, ja, dann würden die Ressourcen geschont werden und die Umwelt, wir hätten viel weniger Umweltprobleme, wenn die Leute etwas fauler wären. Ja. Aber der Mensch, der grabt um und baggert und schöpft aus und raubt die Natur aus, bis aufs Blut, bis die Erde es nicht mehr macht. Der Mensch ist viel zu fleißig. Viel zu fleißig. Ja, wäre schön, wenn er mehr fauler wäre. Wenn er lieber da oben mal ein bisschen geistig mal ein bisschen mehr arbeiten würde. Und das ist auch ein Punkt, wo ich sage, in einem Punkt, ich meine, ich habe jetzt hier das T-Shirt von der APPD, Arbeit ist scheiße, in einem Punkt bin ich mit der APPD nicht einer Meinung, und zwar in Sachen Rückverdummung, weil die Gesellschaft, ja, die kann man nicht mehr rückverdummen, glaube ich fast schon. Wenn man manche Leute anschaut, wie zum Beispiel die Julia Klöckner, dass sie Selbstversorger jetzt besteuern will, also Leute, die das Vernünftige machen und aufs Deckel gehen und die Dummheit belohnt, ja, wo man die Natur ausbeutet und so weiter, das wird belohnt, die Dummheit wird belohnt und die Intelligenz, die praktische Intelligenz, die ja auch moralisch vernünftig ist, ja, die wird irgendwie immer so, wie soll man sagen, ja, den wird Leben schwer gemacht, ja. Genauso auch mit den Wasserrebellen, ja. Die, wo ihre eigene Wasserversorgung, die von der städtischen Wasserversorgung sich abkoppeln, ja, da macht der Staat mordsmäßig Schwierigkeiten, ja. Kam ja bei Fall für Escher, habe ich mal gesehen, also hat es sich aber durchgesetzt, glaubt der Escher, soweit ich weiß. Auf jeden Fall, ja, das ist einfach vernünftig, autark sich zu machen, ja, Energiesparhaus, ja, Wasserversorgung autark zu gestalten, ja, auch die Abwasserversorgung kann man auch schon mit Biokläranlagen im eigenen Garten kann man, gibt es ja alles heutzutage schon, ja. Ich würde es jedem empfehlen, jeden macht es euch autark, ja, kauft so ein Energiesparhaus, klatscht es zu mit Solarpanelen, ja, und produziert euren eigenen Strom, euer eigenes Wasser, baut euer eigenes Obst und Gemüse an, ja, macht euch autark von diesem Staat und ihr werdet sehen, ihr habt viel weniger Hamsterrad, ja. Kommt raus aus dem Hamsterrad und lebt eure Freiheit und meinetwegen auch Muße. Ja, kann man ja, sei ja gegönnt. Ja. Deswegen tut man ja auch nicht nichts. Also auch wenn man liest und in der Sonne, man liest ja, da bildet man sich schon weiter. Das ist ja auch eine gute Sache. Und ja, und ich glaube, nur die wenigsten würden bei einem bedingungslosen Grundeinkommen nur von der Konsole sitzen. Das sind wirklich die wenigsten, weil der Mensch hat das Bedürfnis, auch was zu geben oder auch seine Potenziale zu entfalten. Und selbst wenn es die wenigen gibt, na und, das ist vielleicht ein Bruchteil, das kann man, ja, kann man mitziehen, was soll das, ja. Okay, das war's mal soweit. Ja, bitte abonniert meinen Kanal, teilt das Video und dann wünsche ich euch alle noch ein wunderschönes Wochenende und bis bald.